6-7 Flash. Flash, Biatch! Flash! Es folgt Stunden wie Brot, kein Wunder, kommt in Not. Wir haben nicht unter Neu, jeder fuckt nur rund wie Gott. Scheint auf Stundenlohn, wenn ich will, ist Summe da. Zöpfe Ferie, kommt drauf und zünd die Lunte, Bro. Nein, so zieht das Sinn vorbei, Punkt auf Lauf und Teil ist bitte Nuselab, verstand ich viel, mehr als jeder Hundes soll. Klein war das Feines, wie muss das Lummen noch? Und mich umschlagen und alle anderen an meinem Schwanz lutschen lassen, yo. So, zusammen gelernt, doch sind wir tot. Schloss, dann haben wir's gelernt. Scheiße, wieder beleben die Maßnahmen. Lieber dann sterben die Mann ab. Liegen dann wären wir im Porto. Und jetzt bitte begleiten die Boss. Sonst kann man den Wichser in den Tag nageln. Leben uns wieder am Start. Alter, brennt wie Nordpol. Nimm die Platte und zieh das Tag. Gerade Buh. Man macht das fucking Stuhl. Jetzt hab ich den Boss gut. Lebt am Wind in der Luh. Machst du da, bis die Schein sagt, Silbe. Unterwegs und sie wüssten, wir lieben es. Fiat! Yeah. Wenn der Nebel endlich wieder verschwindet, Rapperzeile bringet, wo zum Himmel stinket, den lutsche bitte mit Pimmel, denn ihr löst euch vor dem Schwachsinn, ihr löst euch vor dem Müll, in die Meule, der ausgeschweige den Hannes fühlt. Endlich Gibra im Eisatz über Cypher, endlich Text mit Eier, im Game voll of Freier, in jeder Jagd der gleich Fan, kein hätte gleich Gang, die andere macht es klick, klack, fühlst, macht's bang. Das sind zwar interessant, doch es interessiert mich nicht, Rap ist schick, kostet mir Mechaniker und mir entzünd. Die Gibra macht Schweizer Rap wieder Sinn. Jeder wird zerfolgsrezept, aber keine Fins, stimmt's? Also besser hört mit dem Rap-Beruf. Wird dann nicht alle gleich und nichts vor 10 Tänzen mit Ruf. Wir sind ein zu großer Fisch in dem Teich. Eure Hoheit und wir verteidigen dieses Reich. Scheiß auf den Umgang, echte Rap als Grundlage. Flows und Ideen, gigantischer Umfang. Dein Rap ein Unfall, dein Pop wie Durchfall. Mein Rap universal, boom, Urknall. Ja, ja, Gibra 167. Ich find dich einfach scheiße, wenn's ums Flow geht. Wenigstens immer deine Kollegen, die nicht Drogen braucht. Fick dich, für dich nur ein Modewort. Wenn's um Familie geht, zeig es auch im Bundesrat. Fick dich, auch wenn's dein Land nicht versteht. Billa kennt noch Kohle braucht, darum kann ich jetzt zerstört. Oh, ich bin nicht cool mit der Xi und weil ich's nicht mit der Hang, redet schlecht über mich. Ein Bitch ist ein Bitch und der weiß mein Ex am besten. Ich seh's auf dem Straßenstrich, von Drogen zur Fresse, shit. Weißt du, mit der Welt passiert? Ist wirklich alles kacke oder passiert da nur mit mir? Geschichte wird zeigen, wie dein Leben läuft. Träum ich mein Leben oder leb ich meinen Traum? Sehe nie an mich glaubt. Ich sind sie mit Geld verdienen. Für die Menschen, die mich lieben, bin ich Rap und zelebriere. 1167 Flash. Ich seh also nicht wie ein Rapper aus, danke an die Presse für den Tipp. Ja und du nicht wie ne Zeitung, du lächerliche Bitch. Berechenbare Stigmen, nur bekannte Fressen, ich will flexen. Aber Schweizer Rap ist schwul und Anti-Action. Ich war im Studio, mein Sommer war kalt und hab gefrontet. Frag nicht, was ich von deinem Konterpart halt. Ich stelle Konkurrenten kongruent, der Cholera kalt. Alliterationen und die Sätze kommen da falsch. Alle ne Meinung, alle geben Tipps und verstehen einen Scheiß und reden von den Klicks. Scheuen sich vor Reibung, pöbeln hinter Rückspeaker. Du hast deinen Hype, doch die Ehre einer Bitch. Und die hobeln nur Bares, erwisch mich bloß nicht in Rage. Dicker, die Show ist gestartet, meine Vision ist noch vage. Ich kick den Flow eines Wales, hol mir den Thron und die Gage. Ich bin der Beste aus Schaffhausen, seitdem Paul nicht mehr da ist. 167 Flash. Yes, yo, 167 Flash, mein Name ist Pierre. Wir sind hier in so einem 167 Studio. Und dann hoffentlich den geilen Cypher-Track reinzogen. Ja, Big up an die MCs, zwei davon sind jetzt da, zwei sind danach in der Talkrunde. Motherfuckers! Levo, Gio. Yeah. Ja, und der Esig ist am Start mit mir hier und führt die Diskussion. Jawohl! Mit verschiedenen Themen rausgesucht. Ein Thema, das wir mit euch besprechen wollen, ist ein kleines Frauenthema, die Rolle der Frau im Rap. Hä? Das sind überraschende Themen. ja. Eben, wenn man ein bisschen verfolgt, so, es hat verschiedene auch Diskussionen schon mal gegeben, auch in Deutschland und so, dass Frauen, oder besser gesagt, wenn man einen MC, einen weiblichen MC sieht, immer in den Videos unten dran immer auf die Aussehen bezogen wird, die sieht scheiße aus, da, dies, das, und nicht auf das, was sie macht. So. Mhm. Wie sehen die da, wenn die auch schon erlebt, oder ja? Kommt drauf an. Drauf an, was du machst, oder wie? Wenn man es sieht, oder? Also, ja. Ich persönlich, mir ist es egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist.
Ja. Solange sie da, wo ich bin, eher der Typ, der schaut, was macht die Person. Mhm. Da ist mir egal, welche Hautfarbe die Person hat, von wo sie kommt, was sie redet. Es kommt darauf an, was sie mir mitteilen will, oder? Ja, genau. Und da unterscheide ich nicht zwischen Frau und Mann. Weil ja. Eben, für mich ist das so ein bisschen Mittelalter-Denken und. Ja, das ist so meine Meinung über das. Ja. Und wieso denke ich euch, vielmal wird es einfach auf da bezogen, so anstatt zu sagen. Schlussendlich, wenn du. Ich denke, wenn du überzeugst, ja. In der Kunstform, in der du aktiv bist, spielt es keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. Mhm. Ich sage, es gibt viele. Was ist MC Light? Ja. Was geht mit Lady of Rage? Sie fressen immer noch 90% von allen Schweizer Rap. Fix sie alle. Sie werden da respektiert, das stimmt schon. Sie werden respektiert, es kommt auf den Content drauf an. Wenn mhm. die Inhalte ist, hey, Schwester, ihr was teil, ich bin ein Nutte, ich fick euch alle, ich will das Geld von euch, ja, dann bist du ein Nutte. Ja. Du bist ein Nutte, tut mir leid, du bist einfach ein Nutte auf Record. Ja, voll. Aber wenn die Inhalte mehr ist, hey, Frau, lüg, lass du das, da, du dies und das, respektiere ich dich viel mehr. Es kommt auf deinen Alter. Körper ist immer dabei. Sag nicht, ab dem Moment, wo du Bein zeigst, Titel zeigst, bist du ein Nutte. Sicher nicht. Mhm. Aber ab dem Moment, wo dein Mindset Nutte ist, bist du ein Nutte. Fertig, ja, ist ganz einfach. Ja. Du musst mit dir selber im Reinen sein. Verstehst du, hörst jemandem aus, ob es gut meint im Herzen oder nicht. Was ist deine Message? Was nehmen Leute von dir mit? So sollte man es auch angehen und angesehen. Weißt du? Aber ja. Vielmal habe ich das Gefühl, geht man. Gut, das andere so ist auch, wer sind die Leute, die da genau so sehen, oder? Wer ja. sind die Leute, die den da genau so beurteilen? Also, mhm. was läuft eigentlich mit ihnen falsch und nicht, was läuft mit den Künstlerin falsch? Sonst. Nein, ich sehe gar nicht, oder? Ja, das ist meine Meinung so. Aber es ist zum Beispiel eine Diskussion mit den Melbeats, Lady Beach Ray und so, die mhm. verschiedenen, und noch ein paar andere, die dort dabei waren. Und, dort ist auch darum gegangen, oder Lady Beach Ray war offensiv, war sich da gezeigt. Mhm. Melbeats hat einfach so gemeint, ich hatte nie ein Problem mit dem, dass ich eine Frau bin, weil ich einfach mein Ding gemacht habe. So ist es ein bisschen so übergekommen, ja. Das stimmt, das ist ja das, was du. Schlussendlich kommt es auf deine Umstände drauf an, meinst du nicht? Dass es auf deine Umstände drauf ankommt. Wenn jemand aufwächst, recht kaputt, ist er recht kaputt. Ich weiß keine Rolle, ob du recht kaputt privat bist oder in deiner Musik, weil eigentlich ist es ja verbunden miteinander. Mhm. Verstehst du? Wenn so, du privat eine gute Erziehung genossen hast, ja. wirklich geregelt gelebt hast, deine Eltern auf dich geschaut haben, die Familie umgesehen hast, ist klar, bist ein bisschen mehr mit Respekt umeinander und du weißt, wer du bist. Weil männliche Beispiele dir gerne in der Familie, hey, so und so, Liebe hast du bekommen. Ja. Wenn du aufgewachsen bist auf eine kalte Art und Weise, was will mit dir passieren? He? Wenn du nur Wichser kennenlernst auf der Straße, was passiert mit dir? Du machst genau die Musik, wie du sie machst. Schwester, ja. Eva, Nutter-Style. Lady Bitch Ray, was ist sie vorne? Ich weiß sie nicht. Ich glaube, Türkin sogar, ist noch härter. Ist eine Türkin. Ist noch härter. Ist cool, dass du Publicity hast und alles, aber, ja, aber weißt du, was ist in deinem Leben passiert? Ja, ja. Sie hat es aus einem anderen Grund auch ein bisschen gemacht, um eben genau da provozieren. Ja. Das, weißt du, als Türkin-Muslimin und mit Sex und so. Zum da ein bisschen rauszukitzeln, oder? Man kann es auch schlecht finden. Ich habe es jetzt nicht speziell gut gefunden, was gut, ich gemacht habe. Gut, das ist nicht, musikalisch, aber null, du hast null Style, Lady Bitch Ray, du hast null Style, Weapons hat Schnitt. Kein Witz. Das Einzige, was dich führen bringt, ist das, was du bekommst. Verstehst du so? Aber sonst, du bist null. Das ist ein Fakt. Und es gibt gute Rapperinnen, verstehst du? Es gibt gute Rapperinnen. Ja. One Love für alle, die Hip-Hop machen. Yes. Und was wirklich von Herzen machen. Aber du bist wack. Eben, wack ist wack, egal. Ja, Frau, auf jeden Fall. Aber genau dort sollst du nicht mehr unterscheiden zwischen Mann und Frau. Das ist ja genau das, was wir damit sagen wollen, oder? Ja. Ja. Aber wenn's in der Gesellschaft, ist, wack, wenn Gesellschaft egal, anschaut, Frau ist oder Mann. Die Gesellschaft ist extrem sexistisch. Schlussendlich widerspiegelt sich das in der Kunst ja nur. Ja. Aber es ist schade, dass die Frauen es viel schwieriger haben. Aber sie haben es ja viel schwieriger, nicht nur im Rap, nicht nur... Sie haben es im Leben schwieriger, verstehst du, was ich meine? Sie haben es auch teils sehr viel einfacher im Leben, verstehst du? Zwinkern da mal zu und alles ist okay. Geht's auch? Es wird ja, nicht uns nachgepfiffen, es wird Frauen nachgepfiffen. Sie haben ihre Bereiche, in denen es ihnen viel besser geht, mehr an unsere Bereiche als Männer. Man sollte die Linie nie überschreiten, was sind, Mann und Frau angeht. Wir sind jetzt nicht bei dem Thema, wir sind beim Thema, dass, wenn Rap anschaust, wenn Kunstform Rap anschaust, ich kann jetzt hart sagen, 99% ist männlich. Mehr sogar vielleicht, wenn man, weißt, also, aber er ist recht, da hast, ich meine, das, was du gesagt hast, ist vollkommen korrekt, aber ich meine nur, schlussendlich, die 99% in der Hip-Hop-Kultur oder im Rap ist, spiegelt wieder, wie es auch in der Gesellschaft ist, ein bisschen, dass wenn es um Erfolg geht, erfolgreich, schaut man oft zuerst einen Mann an. Bei den Anstellungen, im Jobleben, Frauen verdienen weniger. Man sagt zwar, ja, es ist gleichberechtigt, aber es ist... Weißt, und im Rap ist es einfach noch extrem. Aber ja, es widerspiegelt schon bei mir, wie ich denke. Hast recht, auf jeden Fall. Ja. Da wird alles unterfüttert mit Fernsehen. Ich meine, wenn du Film schaust, sind die Rollen immer klar aufgeteilt.
Genau. Wie soll denn einer, der 10 ist, das erste Mal einen Blockbuster aus Amerika schaut, wie soll denn der eine andere Einstellung, wenn er sagt, keine Familie die hat, die ihm sagt, dass es auch anders geht, wie soll denn der das wissen? Mhm. Wir werden jeden Tag um Sexismus, um, wir sagen Fotze auf einem Track, mhm. Weiß nicht, vielleicht musst du da rausschneiden oder da dürfen nein, wir nein, sagen. Nein, da wir sagen Fotze auf einem Track und alle machen, aber ich schaue Werbung im Fernsehen und ich sehe, betrügt ihn Mann, betrügt ihn, machen Sie den Sprung dort und Seiten das ist das Normalste, was es gibt. Das ist das Normalste, was es gibt. Und dann müssen wir uns fragen, wieso wir sexistisch sind und immer noch Leute gibt, die weiss nicht, was wir denken haben und immer noch gleich denken, dass Frau da die Rolle in der Küche hat, baba, pipapo, der ganze Scheiß, was die Leute denken, musst du dich auch nicht wundern, weil wir sind jeden Tag umgeben von dem Scheiß. Und schlussendlich denke ich, sind Mann und Frau im gleichen Scheiß sind unterwegs. Wir sind genau im gleichen Trakt, wir leben zur gleichen Zeit. So, ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte, aber ich komme trotzdem weiter. Also, so, der Unterschied ist, look, Hip-Hop ist in den 70er Jahren entstanden. Vielleicht schon viel früher, das weiß man nicht, aber in den 70er Jahren. Emanzipation auch. Hey, schau auf dich. Und Marilyn Monroe. Und was für andere Frauen es gab, für sie mehr so die Sexsymbol gesehen. Irgendeine, wie die heißen, Mann. Ja, mit dem gespielt natürlich, oder? Ja, eben, das ist die Rolle von der Frau damals. Aber jetzt, in den 40 Jahren, wo sich Hip-Hop entwickelt hat, hat sich ja auch die Frau entwickelt. Ja, von hey, von daheim aus in Richtung Rap. Und die Frau ist jetzt im Rap unterwegs, Nicki Minaj und Remy Ma und ja, aktuell momentan sind viele unterwegs. Ja. Remy Ma zum Beispiel, sie lässt ihre Brüste raus. Aber das ist kein Problem, keiner sagt ihr, du Fotze, sagt keiner. Ja. Warum? Weil sie als Lyricist überzeugt. Verstehst du? Ja. Überzeugt, bei Nicki Minaj hast du mehr so das Anaconda-Pop-Sound, hast mehr so, was ist das für Scheiße? Aber sie spielen schon mit dem Sex, Sex-Sales, my brother, ja, natürlich, ja, Mann. Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich sehe auch brutal aus, schau das an. Verstehst du? Was soll ich dir sagen? Brutal. Wir sind alle gut unterwegs, verstehst du? Jeder muss mit dem natürlich. Da schlachtet es mehr aus. Wenn man ernst genommen wird und irgendwie Conscious Rap macht, würde es ja keinen Sinn machen, um irgendwie übertrieben, irgendwie Brüste zu zeigen. Spielt keine Rolle. Ich meine, Tupac ist auch immer oben ohne gesehen. Voll Conscious Rap macht. Ja. Spielt absolut keine Rolle. Aber in dem Fall könnt ihr euch vorstellen, mit Frauen zusammen zu arbeiten im Rap-Bereich. Das ist für euch nicht. Ich ganz viel sogar noch cool. Ich rede jetzt nur vom Rap-Bereich, allgemein Musik. Wenn ich mit meinem Fratello ein Lied aufnehme und wir haben eine coole Hook schon, wo wir selber reinsingen, finde ich es wie noch eigentlich das Einpünktchen, wenn noch eine Frau eine Spur drüber legt. Mit einem weiblichen Ding in einer anderen Tonlage. Dann finde ich, das ist eine Bereicherung. Hey, die Frau ist sowieso schlussendlich. Ein Kind wächst auf unter dem Herz von einer Frau. Mhm. Du gibst aus deinen Eier, aber es wächst unter ihrem Herz auf. Eben, unsere Meinung ist die gleich, weißt du? Es ist die Tatsache, dass es auch andere Seiten gibt. Und eine Frau verstärkt alles. Ja. Ist so. Du bist ein Hundeface, sie ist noch schlimmer als du. Mhm. Du betrügst sie, sie kann noch schlimmer werden als du. Sie fickt die Leben. Man sagt dir, du gibst einer Frau eine Wohnung, sie macht ein Heim draus. Du gibst ihr eine Nahrung, sie macht eine Mozi. Eine Frau versteckt alles, was du bist. Also versteckt natürlich die Frau auch in ihrem Sexismus, in ihrem mehr übertrieben, geil, mehr ficken, mehr eskalieren, mehr so das, was ihre Gesellschaft gibt. Ja, ganz einfach. Die Gesellschaft macht das aus der Frau. Also sind Frauen heute so. Wer gibt noch Wert auf sich? Ja? Wer gibt noch wirklich Wert auf sich im Sinn von hey, mit dem Herz sich schauen und sich selten, sehr so selten. Gehen, sehr selten. Ja, und das andere, was du hast, wieso? Ich meine, du lässt den Haftbefehl, der Rap macht. Und klar kommt irgendwie eine Frau drauf, wieso soll ich die auch da machen? Ob ich jetzt eine Frau bin oder nicht, ich mache das gleiche Image. Und dann hast du genau da, wo wir jetzt hier stehen, oder? Die Diskussion. Ist es noch gut? Sollte man das machen? Auge des Betrachters, finde ich so. Ja, auf jeden Fall. Aber Gleichberechtigung, Emanzipation von Leuten. Aber vergessen nicht eure Rollen. Eben, und die, die meinen, sie müssen nur sexistische Kommentare darunter schreiben, der ist einfach traurig. Das ist traurig. Das ist schade, aber wenn man die Möglichkeit gibt, gibt es eben viele Leute, die sich dann eben so wie sagt man, ausdrucken und nicht. Es ist schon einfacher denn je, sich auch so ausdrucken. Genau, oder? Anonym ausdrucken. Das ist genau ein Spiegel, dann schaut man so einen vulgären Clip kommt und es wird dann vulgär untergeschrieben, was ist erwartet. Ja. Jetzt ganz ehrlich, was ist erwartet? Nein, klar, aber du weißt auch, wie es ist. Es hat dann auch gewisse Clips von Frauen, die eigentlich ernsthaft sind und im Sinn von nicht sexistisch, nicht irgendwie Brüste raus. Aber das solltest du den Kommentar, den derjenige geschrieben hat, sollst du ihm vor seiner Mutter zeigen? Eigentlich. Und so bringst du auch wieder Frauen ins Spiel. Und dann siehst du, wer er denn ist, verstehst du? Ja, dann wird das so. Ganz einfach. Ganz einfach. Das ist schon so, ja. Ganz einfach. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Yes, Mann. Geiles Schlusswort, oder? Hey, schön sind ihr da gewesen, Jungs. Ja, wir sind da. Bigster! Hey, Gio. Danke.
Basic. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Talkrunde. Peace, motherfuckers! 167 Flash! Hey, wir sind wieder da. Mit den anderen zwei Rapper von der Cypher. Die anderen zwei, ja. Die anderen zwei ist nicht schlecht. Nein, alles gut. Megan, schön bist du da. Danke vielmals für die Einladung. Ja, yeah, du, Bro. Mega cool. Essig, Alter. Ich glaube, schön bist du da. Essig. Cool bist du da. Nice. Sind wir da. Gut. Ja, Mann. Mit uns Thema Realness. Hau ab mit dem Thema, Alter. Nein, nur ganz kurz. Der Bro, ich sage eben da, weil er schon gesagt hat, ey, komm mal nicht mit dem Thema. Komm mal nicht mit Realness. Ich fange auch nicht an, weil wer sind ihr, dass so unsere Musik und unsere Kunst beurteilen? Wir machen die Kunst, ihr dürft sie entweder liken oder haten. Aber das ist das Einzige, was wir dürfen, das so zu sagen. Ja. Okay, ja. Ja. Nein, wir haben ein anderes Thema. Das Thema ist eigentlich ein Anliegen von mir. Nein. Etwas, was ich ein bisschen bemängle oder sehe so im aktuellen Rap, so, dass mega viel ähnlich tönt und gleich tönt. So. Es ist mir zum Beispiel aufgefallen bei so Type-Beat-Geschichten online. Da geht man so ein Beat, Drake, Type-Beat oder irgendein Bullshit. Und dann finde ich erstens so, der Produzent so, Alter, wieso willst du einfach einen Beat machen, den es eh schon gibt, der ähnlich tönt wie einer oder andere? Wieso willst du nicht deine eigene Schiere, deine eigene Identität auf da bringen? Und das Zweite ist auch bei Rapper so, wo ich das Gefühl habe, auch sehr viel tönt nach Einheitspreis. Früher war halt so mega der Mindset, immer einzigartig gewesen, ich darf niemand biten. Und sobald einer so etwas hatte, wo ein bisschen, ey, du hast da von dem und doch von dem geklaut, ist es sehr verwerflich gewesen und so weiter. In Deutsch ist sehr viel so maschinell, so ja, okay, der Beat muss so und so tönen, die Drums müssen benutzt werden und... Genau, so. Und auf dem Rap-Stil her, der Rap-Stil, der genau, Flow genau. Muss verwendet werden der für diese Art von Musik und es tönt dafür dann, wie er gesagt hat, alles ein bisschen bis gleich, ja. Ist ja meine Ansicht so, ich weiß nicht, wie ihr es seht und da würde mich einfach... Genau, da wäre so. Das Thema, ist es wirklich genau. So oder seht ihr da völlig anders? Also ich mit meinem Fratello, den wir vorne da gesehen haben. Wir sind viel am Freestylen. Jibra Friday ist so ein Tag, wo wir uns treffen. Dann gehen wir auf YouTube, trinken den Bierli und freestylen auf Type Beats. Wir gehen in Rock-Ecke, wir gehen in R&B-Ecke, in Elektro-Ecke und probieren einfach alles aus. Aber ich finde genau auch, mega viel sind sehr ähnlich. Aber ich denke auch, dass ich ein bisschen an der heutigen Zeit zur Schule gelegen, weil wenn du heute etwas machst, dann willst du Fame, willst du anerkannt werden von da. Früher hast du weniger Kanäle gehabt, um da überhaupt ein bisschen verbreiten das Zeug so. Mhm. Heute gehst du in der Masse einfach unter und darum sind Sachen, die den Leuten schon gefallen, von vorne herein schon attraktiver für die Leute und so hast du bei deinen Kollegen und dem ganzen anderen Umfeld automatisch auch Erfolg. Ja, aber gehst du nicht in der Masse unter, wenn du genau das gleiche machst wie 500 andere? Ja, aber wenn du siehst, aber nur ganz kurz nachher zur Studie, aber wenn du siehst, wir Schweizer Rapper, ich Schweizer Rapper, eigene Style, eigene Sound, alles selber gemacht, 500, 600, 700 Klicks auf YouTube bis 6, 7 Tage, ein anderer hat da vielleicht in einer Stunde mit dem Type-Beat, mit dem Trap-Art wie Flair rappen, wie keine Ahnung wer rappen. Aber ist es da, wo man sucht, so, dass man einfach viel Klicks hat? So. Da ist das ist da, wo mich stört. So. Das ist der heutige Zeitgeist vom Trap. So, ey, wie viel Klicks hast du? Nein, das ist der Zeitgeist vom Trap. Es geht ums Viben. Es geht nicht um unbedingt eine Aussage, sondern miteinander ein gutes Gefühl haben. Und was für ein Gefühl da ist, das ist einfach cool sein. Das ist das Gefühl, wichtig. Das Gefühl ist jeder für sich das geile Gefühl an. Ja, ich will ein schönes Bild von mir haben, hoffentlich. Ja, vielleicht, aber nicht ein gemeinsames Gefühl. So. Aber, wir machen etwas zusammen. Aber meistens ist es ja auch so, der Künstler ist schon im Vordergrund. Und du siehst es meistens nur beim Künstler. Aber der Künstler heutzutage, der hat 20 Leute auf der Bühne. Es sind die ganzen Jungs, die hinten dran sind. Ja. Die produzieren, die Film machen, die Facebook machen, die Instagram machen. Da siehst du nur bei den 16 Ladies. Wenn wir jetzt wieder bei Frauen-Rap sind, so, die sind ja auch sexy, auch wunderhübsch und sicher auch damit zu kämpfen, dass sagen, oh du geile Fuzzi etc. haben sicher auch damit zu kämpfen. Aber die gehen ja auch aktiv dagegen vor. Die ja, ganz Tracks, genau. Das ganz genau und spielen sogar mit dem, oder? Und wie gesagt, sie hat noch einen Background dazu, der Künstler ist nie alleine. Und da geht halt ein bisschen in der heutigen Zeit für die Oldschool ein bisschen aus der Sicht verloren, finde ich so. Also zu den Type-Beats. Ja. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe auch schon Type Beats verwendet. Mhm. Und zwar also schon regelmäßig, mal immer wieder mal Type Beats. Ist auch nicht verwerflich. Nein, was ich muss, aber ich verstehe deine Sicht.
Was ich dazu muss sagen ist, wenn ich zum Beispiel von einem Produzenten ein Beat-Paket bekomme und es sind ein paar Beats drin und ich kann nachher auslesen, ist die Dichte von guten Beats viel höher als bei diesen Type-Beats. Ich muss sagen, einfach, die sind sehr oft sehr ähnlich und du musst mega lange suchen, bis du mal wirklich rein denkst, oh, Alter, der kickt mir irgendwie irgendwas. Genau. Und du redest auch jetzt auch vom Producer, von der Producer-Seite, jetzt mit der Künstler-Seite gemeint, aber da stimmt auch voll zu. Genau. Was ich aber glaube ist, von wegen, was du vorher gesagt hast, ob Producer nicht mehr wollen, etwas eigen zu machen und so weiter. Wenn es wahrscheinlich nicht unbedingt wie es zu faul sind, etwas eigen zu entwickeln. Was aber glaube ich bei diesen Titeln, so Type Beats, Drag Type Beats, was weiß ich, was da viel damit zusammenhängt, ist glaube ich mehr, dass sie, ich glaube nicht, dass einer angeht oder vielleicht nicht so viel, angehen und sagen, ich würde jetzt einen Drag Type Beat machen. Ja. Ich glaube mehr, dass die vielleicht einen Beat machen und auf so. YouTube der dann so beschriftet mit Drag Type Beat. Und hoffen, dass viele Rapper dann denken, oh geil, das ist ein Drag-Type-Beat. Genau. Da höre ich mir einen Drag-Song an, schreibe den also in dem Stil einen auf den Beat und dann habe ich einen geilen Song. Das stimmt, es gibt und dann hast du schnell Views auch damit. Genau, und viele Leute denken, oh geil. Einfach der Hustle, zum sagen, ich verbreite meinen Namen. Aber wie Bright oder so früher, wo überall ihren Namen müssen haben. So. Aber wie gesagt, bei den Newcomer platzierst du doch eher etwas, was sie gerade im Moment feiern, viel besser als vielleicht ganz sie. Genau, weil es ist ihre Zeit und da ist ihren Sound zu dieser Zeit. Wie bei mir zum Beispiel Agro Berlin oder Sammy Deluxe, das ist meine Zeit. Ja, aber du hast ja kein Type-Beat, Agro Berlin Type-Beat Buch. Nein, da hat es noch nicht gegeben. Genau, aber ich glaube, dass eben, was du sagst, stimme ich davon ganz zu, dass es einfach eine Masse ist, wo man untergeht, sozusagen. Also ich glaube nicht, dass es weniger innovative Rapper gibt, ich glaube, dass es einfach mehr Rapper gibt. Cool, ja. Das ist meiner Meinung nach einfach so der Technik und der Fortschritt und so zu schulden, dass es ist viel einfacher zum heute einfach einen Track machen. Du kommst so schnell an irgendwelche Geräte an, wo du überall kannst haben und so. Du kannst mega easy mal etwas ausprobieren. Und ich glaube, darum gibt es einfach sehr viele Rapper und die Gute gehen vielleicht ein bisschen in der Masse runter, zumindest so für den Mainstream. Es gibt ja immer noch Hats, die dann sagen, okay, der ist besser, der ist nicht so gut. Aber es gehen sicher viel unter, weil es einfach sau viele Rapper gibt. Und die Schlechten, die wirklich eben so, vielleicht mal denken, ich will mal etwas ausprobieren, aber gar nicht wirklich ernst meinen, gar nicht wirklich so das Künstlerische wollen, sondern einfach mal sich cool darstellen, die haben natürlich schneller etwas zum Greifen bei einem Drake-Type-Beat, als wenn die 20 Beats durchhören und Ideen für einen Song mit haben. Mhm. Wenn die sehen, Drake-Type-Beat, der tönt ein bisschen ähnlich wie Hotline Bling. Ich höre Hotline Bling vorher und dann, ich mache so, baue mich einen Song. Aber das ist eine sehr bequeme Art. So. Das ist sehr bequem. Ich meine, schaut euch die heutigen... Aber keine Vierter, du hast vor Agro Berlin angetönt. Ja. Agro Berlin, klar, haben sie irgendwo Einflüsse gehabt. Mhm. Aber sie sind gekommen und gesagt, das sind wir. Und sie haben ihren Namen überall gepusht. Wo bleibt der heute so? Ich will ein bisschen sein wie Drake und ein bisschen Kanye West. Nein, aber Agro Berlin hat doch den Rap-Style auch geklaut von anderen Künstlern, ja, aber sie haben nicht. Nein, sie haben aber den nicht. Genau. Aber sie haben ihren eigenen Style gehabt. Sie haben ihren eigenen Style durchgezogen. Aber ich glaube, das gibt es heute auch noch. Ich glaube, das gibt es heute auch noch. Nein, da bezweifle ich auch nicht. Nein, aber ich finde, es ist extrem viel Bullshit, wo sich alles gleich tönt. Ja, wahrscheinlich. Das hat jede Generation gedacht. Das hat jede Generation gedacht. Ich glaube nicht, dass eine Generation. Ich bin mega offen für neue Sound. Und ich finde einfach, wenn ich aber etwas scheiße finde, dann finde ich es scheiße. Ja, weißt du, das erste Trap-Album von Flair habe ich nicht verstanden. Trap, Bullshit, pipapo. Das ist das zweite Album aus der Trap. Dort habe ich sagen, aha. Darum funktioniert Trap, da wird der Künstler mir mit dem mitteilen. Und wie gesagt, es ist Vibe, es ist ein Gefühl, es ist ein Zeitgeist. Ich meine nicht den Trap oder so, ich meine allgemein, dass man heute einfach nicht anstrebt, wo man einfach. Ich will einzigartig sein und ich will mein Ding so machen. Ich glaub, etwas egal, jeder so macht am Schluss trotzdem etwas so Eigenartiges, weil es sind tausend verschiedene Künstler, die vielleicht den gleichen Stil benutzen. Klar, tun ein paar Sachen ähnlich, aber Aussagen sind doch auch nicht alle die gleichen. Ja, aber ich finde, sie machen sich schon ein bisschen einfach. Das Ding ist einfach, die Relation ist ein anders. Auch früher, wo das Internet noch nicht so krass verbreitet ist. Wie weit hätte ein Rapper müssen gehen, dass er ein Publikum erreicht hat? Er hätte schon ein befestigter Künstler sein, er hätte langjährige Erfahrung gehabt, er hätte schon mal Tapes rausgebracht, hätte die vertickt und so weiter. Und dann ist das langsam mal so gekommen und dann hast du vielleicht von einer anderen Stadt von dem mitbekommen. Genau. So, und dann ist der aber schon ein gefestigter Künstler gewesen und er hat sich sozusagen Spreu vom Weizen hätte sich schon getrennt. Jetzt ist es so,
dass du Ali sofort, bam, Ali, wo gerade heute einen Song rausgebracht haben, zack, hast Ali auf deiner Timeline. Und Masse ist einfach riesengroß und eben darum gehen vielleicht, also ziemlich sicher gehen die guten Künstler auf kurze Sicht unter, ich glaube aber auf lange Sicht setzt sich das schon nochmal aus. Aber jetzt nochmal auch zu dem Thema, ich meine, schaut dir die Videoprogramme oder die Musikprogramme, es wird auch alles viel einfacher dargestellt. Du musst nicht mehr die krassen Effektketten selber erstellen, du kannst schnell auf YouTube schauen, wie die Effektketten funktionieren oder welche du musst aneinander nehmen. Weißt du, was ich meine? Du schaust, was funktioniert, da adaptierst du am Schluss so und es ist der einfachste Weg. Aber ich sage ja nicht, dass es uns da einfacher machst. Die Erfahrung fällt dir ja trotzdem, wie es richtig geil tönt, wie es richtig einstellst. Ja, aber wieso anstatt jetzt das Tutorial 1 zu 1 übernehmen, probierst du nicht einen anderen Effekt aus? Weil du cool bist. Ganz genau. Weil du denkst, ja, das funktioniert schon. Heutzutage, wenn du Firma bist oder nein, Facebook, Smartphone, iPhone, Apple, funktioniert mit Einfachheit. Je einfacher es für dich ist, egal Musik, egal die ganze Zeit, je einfacher, desto bequemer hast du es, desto eher wirst du es benutzen. So. Und normal funktioniert am Schluss vom Tag auch mit der Musik. Ich meine, Kapitalismus ist da. Am Schluss vom Tag ist Musik, auch Musikindustrie am Schluss vom Tag. So. Und die Kids von heutzutage sehen ja goldene Schallplatten in den Charts, dort Geld verdienen mit dem etc. Aber kein Bezug, wie das wirklich funktioniert. Sie sehen nur, dass es da will. Vielleicht müssen wir einfach auch akzeptieren, dass sich die Gesellschaft gewandelt hat. Früher, noch, wie wir aufgewachsen sind, wo wir noch jünger waren, ist einfach der Bereich von Kreativität ist irgendwie mir gefühlt grösser gewesen. Wo du heute halt eben wie kleiner hast, es ist alles schon rum. Ja. Du hast riesige Massen und alle orientieren sich an der Masse. Da, wo in der Masse am tauglichsten ist, am einfachsten, aber auch am erfolgreichsten, beeinflusst am meisten und darum kommst du so ein bisschen Einheitsbrei über. Ich glaube, das ist. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass es so ist, weißt du? Es gibt Künstler, weißt du? Aber Künstler sind wahrscheinlich schon alle, die etwas droppen. Also jeder, der ein Lied rausgibt, das ist eigentlich ein Künstler. Es kommt schon ein bisschen darauf an, wie man es definiert. Das ist das, was du gesagt hast. Früher hast du zum ein Album droppen oder einen Track droppen, hast du sehr viel Aufwand betrieben. Heute musst du null Aufwand betrieben. Theoretisch, Baby. Genau, theoretisch kannst du das Handy nehmen, irgendwo auf den Tisch klopfen und etwas dazu rappen, da aufnehmen und ins Netz stellen. Oder? Ich glaube, also den Each One Teach One Gedanke ist verloren gegangen, weil es einfach, weil es der Weg zum Rapper werden ist einfacher heutzutage. Ja. Ja. Ich meine, nur schon ich bin noch nicht alt, ich bin 22, ich habe vor 6-7 Jahren so angefangen Text schreiben und mache so probieren. Und wir sind, weil wir keine Möglichkeiten hatten, ich keine Möglichkeiten hatte, um das selber zu machen, keine Ahnung gehabt, was ich brauche und so weiter. Yeah. Ich bin zu Älteren gegangen, zu denen im Studio, habe ihnen vorgerappt, sie haben mir gesagt, das ist geil, das ist nicht geil. Und haben, weißt du, ich bin schon durch eine Schule gegangen, bevor ich überhaupt den ersten Track aufgenommen habe. Ja. Und heutzutage, wenn du wirklich, du kannst eben, du gehst auf YouTube, schaust dir das Tutorial an und siehst, ah, so mache ich das, probiere ich aus. Und mach einfach etwas nach und musst gar nicht erstmal so etwas Eigenes entwickeln und dir lange Gedanken machen, sondern es ist einfach so, ah, ich mach's easy. Aber ich frage mich, gibt es kein Querdenken, wo einfach sagen, dann. Natürlich gibt es das, aber weißt du, ich so viel. Ja, ich weiß schon, ey, Mann, so nice, 7, Baby. Es gibt ja Produzenten, die holen sich sogar nicht einmal Drums irgendwo vom Setup, sondern die samplen die, oder? Du kennst das, oder? Von einer Platte und. Ich meine, da muss man ja nicht gerade, weißt du, so übertrieben, aber ich meine so. Crazy, aber da ist ja dein eigener Style, richtig eigener Style. Ich kicke und Snare von irgendeiner Platte und mache meinen eigenen draus. Und so nicht von irgendeinem Plugin, irgendeiner Library. Aber das macht meiner Meinung nach, also wenn man jetzt von Erfolg redet, unterscheidet sich dort auch, wer wirklich ein Künstler ist und wer nicht. Also ich finde, One-Hit-Wonder kann schnell mal sein, wenn etwas nachgemacht, das funktioniert vielleicht. Da geht aber schon auch. Künstler, die langjährig immer wieder mal etwas machen, die sind, habe ich selten einen gesehen, wo ich denke, hey, das ist doch beide, das ist doch der und der. Das stimmt. Also das sind oft Leute, die neue Sachen entwickeln. Also auf lange Sicht, glaube ich, musst du schon ein bisschen Willen haben und auch Ideen haben und innovativ sein und Bock haben, um etwas zu machen. Ja, am Schluss kommt es ja auch darauf an, wie man jetzt von uns selber als Künstler redet. Was sind unsere Maßstäbe? Wie definieren wir selber als Künstler den Erfolg am Schluss des Tages? Und da ist bei der neuen Generation halt ein bisschen andere Maßstäbe als bei der letzten 90er, 80er, 70er Generation. Und hat sich auch jedes Jahrzehnt hat sich auch der Rap-Style changed. Mehr oder weniger, ist oder? Gut. Also, finde ich auch. Eben, und das ist schon Entwicklung am Schluss von Tag. Normal. Und Evolution braucht es. Eben, und apropos, weißt du, das ist genau das, was ich vorhin auch glaub's, mit jemandem besprochen habe. Wo wir jung waren und Rap gelost haben in den 90er Jahren, Anfangs 90er Jahren, haben Ältere das gehört und der Spruch war immer, ja, das klingt alles gleich.
Mhm. Und das ist das, was wir jetzt empfinden oft, wenn wir Trap hören. Ja, und die älteren Generationen haben wir das Gefühl, es tönt alles gleich, oder? Ja, stimmt, ja. Und für die Jungen, die das machen, tönt sicher nicht alles gleich. Für die haben mega Nuancen und kleine Unterschiede drin wahrscheinlich, wo wir das Gefühl haben, es tönt gleich. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor. Das heisst, es ist auch ein bisschen. Generationen-Ding irgendwie ein bisschen, oder? Ja, ich bin so eigentlich fast schon ein bisschen auf euch Stufe, obwohl ich auch relativ jung bin. Aber ich glaube, wir sind vielleicht auch gar nicht so fest in der Materie. Wahrscheinlich, aber das sind ja die Älteren die in den 90er Jahren waren, die uns gesagt haben, das klingt alles gleich. Die sind auch nicht in der Materie. Ja, aber ich habe nicht einmal das Gefühl, dass Trap in dem Bereich raussticht, als hey, es tönt alles gleich, sondern das ist einfach ein Effekt, den ältere Menschen auch empfinden, wenn eine neue Soundrichtung kommt, wo uns ein bisschen so. Weißt du, ähnlich. Es ist zwar Rap, es ist eine Rap-Form, aber es ist schon relativ neu im Vergleich zu den 90er-Jahr-Rap. So. Ja, aber wieso? Aber der Minimalismus am Ganzen. Der Minimalismus. Genau, da meine ich, oder? Ich meine, es gibt ja Trap, aber wieso machst du nicht deine eigene Art von Trap? Wieso aber Jungs, Jungs, jetzt mal. Wie Reggaeton ist ja auch so. Zum Beispiel die. Es ist die Reggaeton-Welle gekommen, Reggaeton voll geil, alle pusht, oder die, die es halt mögen. Und dann ist es immer gleich geblieben. Niemand hat irgendeine verdammte andere Drums gespielt oder andere. Weißt du, was ich meine? Aber wie Reggaeton geht denn nicht? Aber wie gesagt, wenn du nicht drin bist, ist es ja nicht Reggaeton. Aber andere Sounds, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du hast schon recht. Weißt du, was ich meine? Bei Trap ist ja urinteressant. Autotune ist urinteressant. Aber was machst du? Ja, aber Jungs. Okay, ich schreibe den Text wieder wie jeder zweite. Ich sage das gleiche wie jedes Mal. Nein, aber Jungs, ihr sind ja beides auch Beatmaker, auch Produzenten, Producers, oder? Ja. Findet ihr da Trap-Instrumental? Findet ihr nicht? Das ist interessant, das sehe ich ja nicht. Bass-Wellen und so. Aber als Producer sind wir uns alle mehr oder weniger einig. Ja. Geile Sache. Wir verstehen es als Künstler, als Rapper nicht, wie du als Rapper so quasi so minimalistische Ansprüche hast. Ja, am Schluss des Tages ist das ja eine Diskussion, oder? Ja, es gibt aber schon auch Produktionen, die eher wack und eher billig sind. Und du merkst, sie sind nachgeahmt am gerade aktuellen, an geile Basswellen, irgendwo einen guten Drop, wieder der Drake, damit es könnte Moshpit machen. Bei dem Gangster New York Sound, beim Gangster New York Sound mit dem krassen Piano, was sie dort immer haben, oder? Ist auch das Gleiche gegen am Schluss. Ja. Das wisst ihr doch nicht mehr. Aber ich verstehe, wo euch sind. Aber ja. Ja, überall der gleiche. Aber auch dort finde ich, das mal habe ich auch gefunden. Ein paar Sachen geil. Ich finde die Leute, die innovativ sind, die probieren, einfach etwas anderes zu machen. Mhm. Ja, aber jetzt gerade so zu West Coast Synthie. Denkst du, dass du heute, wenn du jetzt an West Coast Synthies denkst und du hast eine halbe Stunde Zeit, zum Überlegen, zum Track zu schreiben, wo hat so einer drin und was ist so der Style? Fallen dir jetzt noch die ein, die nicht innovativ sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, dir fallen die ein, die etwas Eigenes drin haben und wo sie denken. Deine Lieblings- drum, es geht Tracks, einfach ein Zeitchen, wie sich da aussortiert. Und das Problem ist eben, dass die Masse. Ein bisschen Geschmutz weg. Weil am Schluss vom Tag sind wir alle Fans. Am Schluss vom Tag sind wir alle Fans von Hip-Hop, von Rap. Und eben, wie gesagt, nicht jede Art von Rap und von Hip-Hop. Man muss vier ein paar hassen Conscience-Rap mit Kasp. Studenten-Rap und so Geschichten, andere hast du die Straßen-Rap, das ist doch scheißegal, es soll alles, die ganze Vielfalt soll es geben, ich finde das cool so. Ja. Das ist Hip-Hop. Ja, so. Voll, man. Word das up. Ist ein gutes Schlusswort. Word up. Du hast recht lang geredet, aber es ist Hat Spass gemacht, ein Jungs, Thema, hat richtig Spass gemacht. Sehr interessantes Thema. Thema. Cool. Julia, schön, dass ihr noch da seid. Ja, ich bin noch mal wieder. Julia. Essig, hat Spass gemacht. Flash. Peace out. Cool gewesen. 6, 7, 5.